zerstören. Nein, nicht zerstören. hier, das ist die Pirateninsel. Ach was, wie geil. Anstatt zu versuchen, durch die Zeit zu reisen, sollten sie ihre Anstrengungen darauf verwenden, sie zu retten. Wenn es keine Zeit mehr gibt, werden wir nirgendwo mehr hinreisen. Ach, cool. Hier kommt der Magnet hin. Ach, schön. Oh, ich finde das so cool gerade. Ja. Okay, das war... die Pirateninsel? Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier können wir nicht hin. Oh, was haben wir hier denn? Zentrum für Molekularforschung. Oh, schön. Diese Musik. Der Zutritt zum Zentrum für Molekularforschung ist ausschließlich befugtem Personal vorbehalten. Oh, ihr seid das? Ihr seid schon zurück. In Ordnung, ihr dürft passieren. Was? Öffnen, schließen, öffnen, schließen, schließen. Nein, öffnen. Oh, schön. Okay. Was geht hier vor? Moin. Neben unseren Forschungen zur Schöpfung neuer Lebensformen machen auch unsere Studien zur Manipulation der Zeit große Fortschritte. Wenn alles nach Plan läuft, sollten wir in der Lage sein, die große Katastrophe zu verhindern. Einige der größten Wissenschaftler arbeiten im Zentrum für Anomalieforschung. Nur schade, dass ihre Forschungsergebnisse wegen dieses übereifrigen Ausschusses zur temporalen Ethik nicht komplett umgesetzt werden konnten. Zum Glück enden diese Einschränkungen nicht für uns. Wahrscheinlich des Überlebens der großen Katastrophe 1 zu... Ach, der... Wahrscheinlichkeit des Überlebens der großen Katastrophe 1 zu 3720. Schön. So ein bisschen nervig ist dieses Gedudel doch. Seid ihr auch neu hier? Ich wurde gerade im Zentrum für Molekularforschung aufgenommen. Unglaublich, was hier geleistet wird. Meint ihr nicht? So etwas kann die Welt verändern. Wisst ihr vielleicht, was da im Untergeschoss vor sich geht? Ich habe keinen Zutritt zu diesem Bereich, aber es scheint etwas Unglaubliches zu sein. Nee. Moment. Das ist hier. Ja, alles klar. Kreaturen in Quarantäne, 100%. Keine besonderen Vorkommnisse. Oh, wie cool. Ah, das ist eine Meerjungfrau. Das sieht nach einem Geist oder einem Drachen aus. Das ist ein Baum. Baumwesen. Gremlin. Irgendein Dämonen oder sowas. Ein Wal. Ein Walhai. Der winzige Winzling ist ganz schön groß geworden, was? Wenn das so weitergeht, wird er bald so groß wie einer der alten Kontinente des finsteren Zeitalters sein. Oh. Dann wird er ganz alleine genug Energie erzeugen. Wer weiß, vielleicht verschluckt es sogar die Anomalie. Okay. Wer in den letzten Folgen aufgepasst hat,
Ich bin vor ein paar Folgen, bin ich mal mit dem Boot da vorbeigeschwommen. Das war dieses riesige, wurmartige Viech. Ich glaube, das ist das hier. Der winzige Winzling. Dank dieser Geschöpfe stehen uns schier endlose Energiereserven zur Verfügung. Wahrscheinlich genug, um damit unser wichtigstes Projekt zu speisen. Die Kanone oder diese Waffe da? Hier haben wir einige unserer schönsten Kreaturen. Diese Geschöpfe machen sich die Energie der Natur zunutze, um sie biologisch zu speichern, damit wir willkürlich aus ihr schöpfen können. All das dank unserer Molekularwissenschaft. Was? Alter, ihr benutzt sie als Energieerzeuger oder lebende Batterien? Was soll denn der Scheiß, Alter? Ethisch und moralisch völlig verkehrt. Derzeitige Hybridenpopulation 34, Ziel 10.000, Resultate konsistent mit prognostizierten Zielwerten. What? Die sehen so aus wie Dämonen. Sind diese neuen Hybriden nicht einfach wunderbar? Sie werden auf alle Fälle gute Bedienstete abgeben. Die sehen so aus wie Dämonen. Zutritt des Untergeschossen zum Untergeschoss ausschließlich für befugtes Personal. Zutritt gestattet. Okay. Oh, gut, Töpfe. Schade. Okay. Fertigstellung des Projekts 37%. Schätze Dauer bis zur Fertigstellung unbekannt. Okay, ich muss dringend meine Roboterstimme hier einbringen. Das ist wahrscheinlich die. Ah, das ist die. Das ist die Maschine, oder? Was macht der? Verteidigungssystem des Projektes. Aktiv. Wahrscheinlichkeit tödlicher Gewalt 2%. Ich habe den Großteil meines Lebens mit der Planung dieses Projektes verbracht. Wenn ich Glück habe, werde ich noch zu meinen Lebzeiten seine Umsetzung erleben. Aber es gibt noch so viel zu tun. Okay. Wir müssen in den entscheidenden Moment harte Entscheidungen treffen, G. Okay. Wir verlassen uns darauf, dass ihr das Projekt am Leben haltet. Nee. Was? Energiezufuhr 3%. Achtung, Energiestand unzureichend zur Aktivierung. What? Wisst ihr eigentlich, wozu diese Maschine in der Lage wäre? Wenn wir sie erfolgreich fertigstellen, bedeutet dies nicht weniger als Unsterblichkeit für uns. Es wäre uns nicht gelungen, den Zeitstein aus der Anomalie zu bergen. Wäre all dies unmöglich gewesen. Zeitstein? Anomalie? Alter. Es wird noch einige Jahre dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Offensichtlich hat das Zentrum für Molekularforschung sich unserer Probleme mit der Energieversorgung angenommen. Aber wir sind es, die Sachen zu Ende bringen müssen. Die Zeit ist knapp, die große Katastrophe naht. Was? Ihr wurdet also für das Projekt auserwählt, was? Das ist eine große Verantwortung, lasst euch nicht unterkriegen. Ein bisschen was zugebuchert. Hä? Hier ist aber nichts. Okay, lässt sich nichts öffnen. Aber hier ist das. Diese Forschungseinheit. Okay, cool. Aber wir gehen mal wieder hier raus. Ja, hier.
Ja, dankeschön. Alter. Okay, in der nächsten Folge muss ich unbedingt den Stimmenverzerrer mit reinbringen. Voice Mod. Ist ähnlich wie der von glaube ich, Gronkh. Ich vermute auch mal, dass er den aktiviert hat oder gekauft hat. Mal ein bisschen Werbung. Voice Mod ist ein Programm, was die Stimme so ein bisschen verzerrt. Und ich hoffe, ich kann das mit OBS verbinden. Da ist nichts. Alter. Ich schätze, da hinten müssen wir noch mal kurz hin. Beim nächsten Mal. Voll creepy. Ich schätze mal, wir sind hier an die Anfänge der Zeit oder so gekommen. Schrägstrich gereist. Können wir hier noch mal hin? Voll cool. Okay, jetzt können wir... Ah, ich sehe, ihr habt die Genehmigung des Archivars der großen Bibliothek eingeholt. Nun, wenn ihr die Genehmigung des Abschusses für temporale Ethik habt, dürfte das kein Problem sein. Was möchtet ihr in die Anomalie schicken? Gaggy, euch. Okay, was ist, wenn wir den da reinschießen? Euch. Ihr seid ein Witzbold. Was möchtet ihr? Mich. Ist das euer Ernst? Möchtet ihr euch wirklich selbst mit der GHK in die Anomalie schießen lassen? Ja. Wie ihr wünscht. Ich schätze, man sollte sich aussuchen dürfen, wie man sterben will. Bereit? Eigentlich nicht. Ich habe ja ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Feuer! Hey. Was? Glitscht. Gaggy, seid ihr in Ordnung? Er hat nur das Bewusstsein für Raum 404. Scheint, als wären wir im Herzen der Anomalie. Ja, die Atmosphäre hier ist sehr merkwürdig. Irgendwie verzerrt. Vermutlich wegen der Zeitfrequenzen. Dieser Ort scheint irgendwie die Realität zu beugen. Erstmal aufstehen. Gaggy. Okay. Es hat funktioniert. Los, wir müssen nur noch an das Fragment des Magischlüssels finden. Doch die Gewissheit, dass wir es hier finden, ist gering. Stimmt. Trotzdem brenne ich darauf herauszufinden, was vor uns liegt. Wow, okay, liebe Freunde. Wow, mir wird schwindelig so ein bisschen. Wow. Wow, mir wird so ein bisschen duselig. Das war ein sonderbarer Ort, Gary. Es scheint fast so, als sei die Realität hier irgendwie verzerrt. Sei das Raumzeitkontinuum auf einen einzigen Punkt konzentriert. Was ist da nun das hier? Ich frage mich, was das wohl sein könnte. Oh. Habt ihr das gesehen? Das Ding hat sich aktiviert. Tret ihn nicht drauf, das könnte gefährlich sein. Was? Okay.
Ach, da hinten ist auch noch was. Das ist jetzt seltsam. Nachdem es kurz aufblinkte, hat es sich gleich wieder abgeschaltet. Was macht das denn hier? Habt ihr etwas getan, Gary? Ja. Ach, tatsächlich? Ich habe nichts gesehen. Als ihr auf das Ding getreten seid, hat es sich abgeschaltet. Wenn das ein Rätsel war, war es ziemlich dürftig. Die Rätsel dieser Anomalie haben sicher bisher noch nicht beeindruckt. Okay, liebe Freunde, ich mache an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Und, Gott, ist das strange hier. Ist das eine strange Welt? Wow. Okay, strange und eigenartig und gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch einen traumhaften Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.